Willkommen im Fußball. Unter diesem Motto ermöglicht das gleichnamige Projekt jungen Geflüchteten den Zugang zu Sportangeboten und erleichtert den Einstieg in den Vereinsfußball. Am Donnerstag stellten Vertreter der beiden großen Hamburger Vereine ihr Engagement gemeinsam mit weiteren Bündnispartnern vor. Weil wir in unserer 20-jährigen Erfahrung immer wieder gelernt haben, dass Integration und gelingende Bildungsarbeit dann zustande kommt, wenn Sinnhaftigkeit und Zuversicht und Zugehörigkeit zueinander finden. Und in diesem Programm Willkommen im Fußball sind es genau diese drei Kategorien, die im besten Sinne sozusagen aufeinander zulaufen. Nach der Podiumsdiskussion konnten sich Unterstützer und Journalisten dann auf dem benachbarten Trainingsplatz selbst ein Bild von der praktischen Arbeit und der Resonanz auf das Angebot machen. Andreas Rettig, der als Vertreter des Kiezclubs zuvor Rede und Antwort gestanden hatte, zeigte sich dabei mehr als angetan von Willkommen im Fußball. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die vielen jungen Flüchtlinge hier auch ein Selbstwertgefühl bekommen über das Fußballspielen, das Wichtigsein auf dem Platz. Und ich finde, das ist schon eine gute Aussage. Ich muss hier wirklich ein Kompliment machen, auch unserem Nachbarverein. Auch hier wird genau wie bei uns wirklich hervorragend dieses Thema angenommen, bespielt, im Sinne von auch mit tatsächlich mit sehr viel Herzblut. Und es trägt am Ende auch dann mehr, wenn man sieht, dass es aus dem Ehrenamt entstanden ist, dass hier tatsächlich auch sich Freiwillige bereit erklären, nach Feierabend oder zu anderen Zeiten eben halt auch hier etwas für die Gemeinschaft zu tun. Und deswegen nötigt mir das Respekt ab, egal, wie gesagt, welches Trikot er anhat.